liebe Camperfreaks auf unserem Kanal. Hinter der Kamera ist die Tanja, vor euch ist der Perry. Hier sind die Camperfreaks, hier auch im Übrigen. Ja, wir fahren jetzt von Patras nach Athen, haben einen Mietwagen geholt, den behalten wir noch ein paar Tage. Und ja, fahren erstmal in den Flughafen, da wird ein ganz lieber Mensch abgeholt. Dann wollen wir noch auf die Akropolis, aber die hatten wir euch schon letztes Jahr vorgestellt. Video blende ich mal ein, könnt euch dann angucken. Das war 2022 letzten Jahres, schaut es euch an. Und ja, alles andere, was wir heute erleben, werden wir natürlich in Bild und Ton für euch festhalten. Aber Akropolis hattet ihr ja schon und deswegen, ja. Und jetzt haben wir noch gute 3,5 Stunden bis nach Athen. Und ja, wir nehmen die Egnadios. Das heißt also, hier müssen wir Maut bezahlen. Denn hätten wir die, sag ich mal, für das normale Volk die Landstraße genommen, die frühere Strecke, dann hätten wir 6 Stunden gebraucht. Und ja, die paar Stündchen da, die sparen wir jetzt mal ein. Und klar, es ist teuer, das muss man auch dazu sagen. Aber es ist einfach angenehmer und vor allem hast du nicht so diese Buckelkiste und links, rechts, ohne Ende Kurven. Also, genau. Und jetzt geht's zum Flughafen. So, wir sind jetzt in der Nähe vom Flughafen. Ihr habt das gesehen gerade eben, konnte es gerade so noch einfangen, den Flughafen. Ja, jetzt muss ich aber hier weiterfahren. Also wie gesagt, gleich sind wir am Flughafen und ja, bei 27 Grad Athen passt. Angekommen jetzt am Flughafen Agios Venizelos oder Venizelos heißt der. Ja, im Vergleich zu unserem Frankfurter Flughafen, sag ich mal, überschaubar. Ist er echt schnuckelig. Ja, jetzt schauen wir mal, wie er drin aussieht. Aber da ist schon der Tower, also, ja, geht schon. Geht schon. So, ihr habt jetzt meinen Daumen gesehen, wir sind jetzt hier am Athener Flughafen. Hol jemand ab, kleiner Servicebus für euch. Es gibt nur zwei Gates, also A und B, wo man landet, also hier Arrival. Und ja, also viel ist es nicht. Super groß ist er auch nicht. Also wenn ich unseren Frankfurter, habe ich aber gerade erzählt, warum jetzt nicht hier, wer hat den längsten Anfang. Aber alles selber schaubar, also braucht keinen Stress haben, wenn ihr hier seid. Man kann vorne auch, also hier draußen gleich parken neben dran. Ab 20 Minuten kostet es aber 6 Euro. Die ersten 20 Minuten sind kostenfrei und danach kostet er ein bisschen Geld. Zu der Akropolis, also das Parthenon, das haben wir das letzte Mal nicht gezeigt bei dem Video, was ich letztes Jahr von der Akropolis gemacht habe. Also das hier ist das Theater, beste Akustik weltweit. Und da hinten haben wir das Akropolis Museum, das wir auch letztes Jahr besucht haben. Und da oben seht ihr das Zipfelchen, das ist die Akropolis. Aber wie gesagt, ich verweise nochmals auf das Video, was wir letztes Jahr gedreht haben.
Da haben wir jetzt die Akropolis. Hier ist ein bisschen bedeckt. Ihr seht es, schwenkt nochmal. Und ansonsten, ja, hat schon nicht viel getan. Sie steht immer noch und sieht gut aus. So, das war es jetzt aber von der Akropolis heute.